Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Beim Finale der Meltwater Chess Tour standen sich am zweiten Tag der Weltmeister Magnus Carlsen und der Großmeister aus Aserbaidschan Shahkriyar Mamedjarov gegenüber und es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Match. Es ging hin und her und ich möchte euch tatsächlich einige Momente aus diesem Kampf zeigen hier. Vorab allerdings der Hinweis nochmal, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ab Oktober werde ich regelmäßig einen kostenlosen Newsletter veröffentlichen. Würde mich freuen, wenn ihr euch eintragt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich informiere über das Geschehen in der Schachwelt bzw. über mein Schaffen auf YouTube, Twitch etc. So, gehen wir rein. Ich fange an mit der ersten Blitzpartie. Und zwar stand es 2:2 nach 4 Rapid-Partien, nachdem jeweils die Spieler ihre Weißpartien gewonnen hatten. Es gab kein einziges Remis. Es ging hin und her. Und jetzt gehen wir mal rein in die erste Blitzpartie. 5+3 ist die Bedenkzeit. Magnus Carlsen spielt hier mit Weiß. D4. D5, C4, E6, Damengambit, Springer C3. Hier spielt Mamedjarov den Zug A6. Dieser Zug ist in den letzten Jahren in Mode gekommen. Ist so eine Art Abwartezug. Gestern haben wir gesehen, oder in dem Video, wo ich die Partie analysiert habe zwischen Magnus Carlsen und Jan Krzysztof Duda, hat Duda Springer F6 gespielt. Hier ging es weiter mit CD5, Springer D5, die Abtauschvariante. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Hier wählt Mamedjarov allerdings A6. C schlägt D5, E schlägt D5, wird abgetauscht. Jetzt wird der Läufer entwickelt, Läufer F4 vor die Bauernkette. Hier spielt man normalerweise Springer F6 oder C6. Das sind die Standardzüge hier, aber Mamedjarov fängt an, kreativ zu spielen, blufft ein bisschen rum mit C5. Wobei der Zug ist gar nicht so schlecht. Das ist ein Bauernopfer, aber die Engine, Stockfish, zeigt den Zug auch an. Wurde an dieser Stelle hier im Prinzip so gut wie nie gespielt. Weiß nimmt den Bauern raus. Jetzt ist dieser Bauer hier auf D5 unter Beschuss. Man könnte auf C5 nehmen, aber das würde den Bauern auf D5 opfern. Wobei, das ist überhaupt nicht klar. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut und es gibt hier ein paar seltsame Tricks. Mamedjarov sowieso spielt hier Springer F6. Auch sehr schnell in der Partie. Er deckte den Bauern. Läufer E3 zurück. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist halt wahrscheinlich der beste Zug und zeigt auch an, dass der Weltmeister den Bluff nicht annimmt. Oder beziehungsweise er nimmt den Bluff an. Oder was macht man dann? Er fällt nicht drauf rein. Sagen wir es mal so. Er deckt einfach den Bauern und sagt, was machst du da? Du opferst mir einen Bauern und ich behalte den erstmal. Es geht weiter mit Springer C6, Springer F3, normale Entwicklungszüge, Läufer E6, G3. Der Läufer soll hier über G2 entwickelt werden. Hier wäre der beste Zug wahrscheinlich Dame A5, um den C5 anzugreifen, eventuell Springer E4. Weiß behält wahrscheinlich Vorteil mit Dame A4, es ist aber überhaupt nicht klar. Mamedjarov spielt hier allerdings Turm C8. Läufer G2. Vermutlich auch nicht der beste Zug. Vermutlich ist Springer A4 hier besser, um den Bauern hier abzusichern auf C5. Und Stockfisch zum Beispiel sagt, ja, ist ein Riesenvorteil für Weiß, danke. Aber Carlsen spielt Läufer G2. Springer G4. Greift den Läufer hier an. Anstatt mit Läufer D4 einfach weiter den Bauern zu decken, aber hier würde Schwarz seinen Bauern zurückgewinnen. Springer D4, Springer D4, Läufer C5, Rochade, Rochade E3. Ist eine typische Isolani-Struktur, wahrscheinlich mit einem kleinen Vorteil für Weiß, mit dem schönen Blockadespringer auf D4. Stattdessen spielt Magnus Läufer G5, greift den Dame an, F6, Läufer F4, Läufer schlägt C5. Schwarz hat seinen Bauern wiederbekommen. Rochade, Rochade. Jetzt fängt Weiß an, etwas passiv zu agieren. Springer E1. Er möchte den Springer wahrscheinlich umgruppieren. Aber Schwarz wittert seine Chance, spielt G5. Starker Zug. Läufer D2 zurück. Läufer A7. Schöner präventiver Zug. Sichert den Läufer da hinten ab. Springer D3. Springer GE5. Liebäugelt mit Springer C4 oder eventuell hier schlagen. Weiß nimmt raus auf E5, F schlägt E5. Plötzlich hat Schwarz ein super Zentrum hier. König steht natürlich ein bisschen offen, der Bauer auf G5 auch schwach, aber das Zentrum ist natürlich fulminant. Es geht weiter hier mit einem ganz schwachen Zug von Magnus. Der beste Zug wäre gewesen E4.
um das Zentrum zu attackieren. Hier ist es total unklar. Aber Magnus spielte Dame B3. Greift den Bauern auf B7 an. Der Bauer hier ist gefesselt. Vorsicht. Aber Dame B3, die Dame steht ganz schlecht dort. Es ist unklar, warum er das übersehen hat. Der Weltmeister ist folgt Springer A5. Dame A4, Springer C4. Plötzlich steht Schwarz super aktiv. Läufer E1, E4. Und hier gibt Stockfisch riesigen Vorteil für Schwarz. Das liegt daran, dass Schwarz hier riesen Raumvorteil hat. Die Bauern hier im Zentrum stehen super stark. Es geht weiter mit Dame B3. Greift den Bauern B7 an. Und hier verließ Schwarz so ein bisschen der Mut, anstatt jetzt die Damen auf dem Brett zu halten, mit Dame D7. Das war der Zug, den ich als erstes mir gedacht habe. Deckt den Bauern auf B7. Eventuell Läufer H3, wobei Läufer H3 ist jetzt nicht unbedingt ein Zug, aber kontrolliert die Diagonale. Er muss natürlich aufpassen, dass er D5 nicht fallen lässt. Auf jeden Fall hat hier Schwarz die bessere Stellung. Stattdessen spielte Mamedjarov Dame B6. Tauscht die Damen. Das entlastet aber Weiß. Dame B6, Läufer B6. Turm D1. Greift den Bauern D5 an. Hier hätte Schwarz Turm FD8 spielen sollen. Den Bauern einfach decken. Stattdessen Springer schlägt B2. Greift den Turm an. Und hier zeigt sich, warum Carlsen der Weltmeister ist. Er findet einfach häufig die besten Züge. Der Turm ist angegriffen, er sieht nach einem Bauernverlust aus. Was würdet ihr hier ziehen? Der Zug lautet nicht Turm B1. Dann geht der Springer einfach zurück und deckt den Läufer. Dann hat Schwarz einfach einen Bauern mehr. Der Zug lautet auch nicht Springer schlägt D5, weil der Turm auf D1 hängt. Der beste Zug lautet hier Turm schlägt D5. Schwarz hätte jetzt hier nehmen sollen auf D5, Springer D5. Läufer C5, Läufer E4 und Weiß hat hier Läufer und Bauern gegen Turm und kämpft hier noch sehr gut ums Remis. Stattdessen aber hatte Schwarz einen Blackout. Er spielte Turm schlägt C3. Er hoffte auf Läufer schlägt C3, Läufer D5, Läufer B2 und hier hat, Schwarz hat gar nichts mehr, aber das ist das, worauf Mamedjarov gehofft hat, mit einer ausgeglichenen Stellung. Aber was hatte hier Schwarz übersehen? Eigentlich ziemlich simpel. Er übersah Turm schlägt G5 Schach. Und dann gab er auf. Schüttelte mit dem Kopf. Man sieht ja die Spieler in der Live-Übertragung, weil die Kameras, weil sie Kameras installiert haben und mit den Kameras beobachtet werden halt. Genau, Schach. Der König müsste weg und Läufer schlägt C3 und Weiß hat hier eine Qualität mehr. Deswegen gab Mamedjarov auf. Es ist nicht nur eine Qualität, sondern auch ein ganzer Bauer. Gehen wir in die zweite Partie rein. Ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch ein bisschen mehr in diesem Video. Zweite Blitzpartie. Mamedjarov musste jetzt die zweite Blitzpartie gewinnen, um im Tiebreak auszugleichen. Es geht los mit E4. C5 sizilianisch und jetzt A3. Auch nicht schlecht. Mamedjarov super kreativ unterwegs. A3 ist nicht unbekannt. Die Idee ist B4 hier, so eine Art Flügelgambit zu spielen. G6 bereitet Läufer G7 vor gegen dieses Vorhaben. Was macht man mit Jarov? H4, der nächste Randbauernzug. Wieso nicht? Springer F6, E5, Springer H5, Läufer E2. Greift den Springer an hier. Die Engine gibt hier als besten Zug Springer C6 an, einfach diesen Bauern anzugreifen und lässt zu, dass man auf H5 schlägt, interessanterweise. Aber das ist nicht sehr menschlich, so zu spielen. Stattdessen Springer F4. Mamedjarov D4. Greift den Springer an. Springer schlägt G2, Schach, König F1 und der Springer hätte kein Rückzugsfeld. Deswegen Springer schlägt E2. Springer schlägt E2, C schlägt D4. H5. Super aggressiv von Mamedjarov. Versucht also von Beginn an Weltmeister in taktisches Fahrwasser zu leiten und direkt raus aus den üblichen Stellungsbildern, weil er muss ja unbedingt gewinnen. Läufer G7. Jetzt F4. Deckt den Bauern. G schlägt H5. Sehr interessant. Springer D4. D6. Attackiert das Zentrum. E6. Was für eine Partie. Mamedjarov möchte natürlich auch H5 irgendwann nehmen und den König attackieren. Dame A5 Schach erstmal. Springer C3 entwickelt den Springer. Läufer schlägt E6. Jetzt Turm schlägt H5.
sieht man selten, dass der Turm so früh ins Spiel kommt, ne? Aber die H-Linie war offen, vor allen Dingen mit Tempo, greift die Dame an. Dame B6 greift den Springer. Läufer E3 entwickelt den Läufer. Springer C6. Schwarz macht Druck gegen den Springer hier. Turm B5 greift die Dame an. Super spannende Stellung. Die Dame geht zurück nach C7. Bester Zug da indes Dame A6, um den Turm hier anzugreifen. Es gibt nämlich Varianten, wo diese beiden Springer verschwinden und dann ist der Turm angegriffen. Aber Carlsen spielt Dame C7. Sieht auch ein bisschen menschlicher aus, die Dame etwas zum Zentrum hin zu ziehen. Springer E6, Läufer schlägt C3 Schach, BC3 FE6. Schwarz hat seinen schönen Läufer abgegeben, aber die Bauernstruktur von Weiß ist natürlich super, super kompromittiert. Jetzt kommt diese Schach, Dame H5, König D7. Tschüss Rochade, aber der schwarze König steht so schlecht nicht auf D7. Hat immerhin hier so einen Bauern, so ein Bauerntrio davor. Es geht weiter mit F5. Angriff auf den E6. Hier hätte Schwarz einfach diesen Angriff ignorieren sollen. Turm AF8, F schlägt E6 und dann den König auf C8 verstecken. Und wahrscheinlich steht Schwarz hier immer noch etwas besser, weil er die bessere Struktur hat. Stattdessen spielte Magnus Springer D8. Ich sage mal Magnus, keine Ahnung warum. Lange Rochade, Turm F8, Turm C5, super interessant, greift die Dame an. Der Bauer hier ist gefesselt, deswegen kann der D-Bauer den Turm nicht schlagen. Ja, was würdet ihr jetzt ziehen? Dame B6 sieht sehr logisch aus, ne? Die Dame einfach in Sicherheit bringen. Carlsen verrechnet sich und spielt Dame schlägt C5. Was für ein Zug! Warum hat er das denn gemacht? Er hoffte auf Läufer schlägt C5, Turm schlägt F5 und hier Dame schlägt H7 zum Beispiel und Turm schlägt C5 und tatsächlich gibt die Engine dem Weltmeister recht. Schwarz hat hier tolles Gegenspiel auf der C-Linie mit den Türmen. Aber was hatte der Weltmeister hier übersehen nach Dame schlägt C5? Ganz simpel, er hatte übersehen diese Zwischenschach, F schlägt E6. Und genauso wie man mit Djarov in der Partie davor mit dem Kopf schüttelte, schüttelte jetzt Magnus Carlsen mit dem Kopf und er hat es einfach übersehen gehabt. Das Problem ist, dass nach Springer schlägt E6, Läufer schlägt C5, Springer C5, Dame schlägt C5, Weiß einen ganzen Turm mehr hat. Nach F schlägt E6 ist natürlich trotzdem verloren, Springer C6, Läufer C5, D schlägt C5. Hier hat Weiß auch großen Materialvorteil. Ich gehe jetzt schnell bis zur Partie an. Turm D7, König B6, Turm E7, Springer C6, Turm F7, Turm FE8, Dame schlägt A7, Turm E6, Turm B7, König A6, Dame D3 Schach, König schlägt B7, Dame D7 Schach, König B6, Dame E6. Okay, den Rest sparen wir uns, weil ich möchte euch noch die Armageddon-Partie zeigen. Hier ging es auch noch 6 Züge weiter und Schwarz gab auf. Ist halt komplett gewonnen für Weiß. Riesenmaterialvorteil. Der G-Bauer läuft im Prinzip zur Dame durch. So. Nach dieser neuerlichen entscheidenden Partie musste die Armageddon-Partie her, um einen Sieger in diesem Match zu ermitteln. Und Magnus Carlsen hatte Weiß in der Armageddon-Partie 5 gegen 4 Minuten und musste aber gewinnen. Wie immer in einer Armageddon-Partie muss Weiß gewinnen. Ich hatte jetzt die Live-Übertragung so ein bisschen verpasst an dem Moment. Ich weiß nicht, ich glaube, Carlsen hat Weiß gewählt, weil es darf immer derjenige wählen, der in der Tabelle weiter vorne liegt. Und Magnus Carlsen führt ja bei der Meltwater Chess Tour in diesem Finale auch. Und er wählte Weiß. Es ging hier los mit D4. Gleiche Eröffnung, wie wir gerade gesehen haben. D5, C4, E6, Damengambit, Springer C3 und jetzt A6, dieser Zug hier. Mamedjarov wiederholt dieses Damengambit. CD5, ED5. Läufer L4, gleiche Variante. Mamedjarov spielt jetzt aber nicht C5, wie wir gerade gesehen haben, sondern hier in dieser entscheidenden Armageddon-Partie Springer F6. E3, Läufer D6. Hier kann man auf D6 tauschen. Aber besser ist Läufer G5 aus konkreten Gründen, fesselt den Springer. Läufer E6, Läufer D3, Springer BD7. Das ist alles wohl bekannt hier. Und hier kommt ein ganz starker Zug. D5,
den Weiß mit der Zeit gefunden hat, und der lautet F4. Starkes Zentrum hat aufbauen hier, ne? Und dieses Feld kontrollieren. Springer F3, Springer E5 springt ins Auge. Wenn Schwarz jetzt total passiv bleibt, dann geht der Springer nach E5 und Weiß hat eine super Angriffsstellung. Es droht auch F5 hier natürlich, ne? Mit Gewinn des Läufers. Fast immer oder immer reagiert hier Schwarz mit H6, Läufer H4 und jetzt G5, diesem Bauernopfer. Kam bisher immer vor und das ist auch die Zugfolge, die die Engine anzeigt. Ist aber ein Bauernopfer. F schlägt G5, H schlägt G5, Läufer schlägt G5. Und ich muss sagen, ich habe mir das ein bisschen mit der Engine angeschaut. Wenn Schwarz hier in der Zukunft nichts Konkretes findet, wie er das Bauernopfer rechtfertigt, dann ist das eher eine Variante für die Tonne aus schwarzer Sicht, weil dann steht Weiß einfach zu gut. Die Idee von Schwarz müsste eigentlich jetzt sein, auf H2 zu schlagen und tatsächlich kam in einigen Partien vor auch Turm schlägt H2, aber das ist konkret nicht gut, wegen Turm H2, Läufer H2 und hier Springer GE2. Es droht G3 mit Fang des Läufers, der muss zurück. Und Springer F4, es hat sich herausgestellt, und wenn man das mit der Engine länger analysiert, steht Weiß hier schon deutlich, deutlich besser. Das Beste wahrscheinlich ist, wenn man mit dem Läufer schlägt, hier auf H2, man bekommt seinen Bauern wieder, es droht Läufer G3 Schach, Springer H3, Läufer D6, Dame F3 ist eine Variante, aber ich vermute, dass Weiß hier auch Vorteile hat. Sehr unangenehm ist diese Fesselung. Mamedjarov spielte weder Läufer H2 noch Turm schlägt H2, vielleicht kannte er die Variante nicht gut, sondern C6 und dann ist der weiße Vorteil schon enorm. Dame F3, die Fesselung, wie gesagt, hier super unangenehm, deswegen spielt Schwarz Läufer E7, Springer GE2, Dame B6, lange Rochade. Und hier hat Weiß einen Bauern mehr und gemäß Stockfisch steht er auf Gewinn. Konnte Mamedjarov nochmal zurückschlagen. Er spielt C5, attackiert das Zentrum. Läufer C2, prophylaktischer Zug, liebäugelt mit dem Zug so ein bisschen, denke ich, und geht auch aus dem Angriff aus dem Wege. Lange Rochade, Springer F4, starker Zug, aber auch sehr logisch, attackiert hier den Bauern dreimal, den Läufer hier. Aber auch nicht nur das, sondern Carlsen hatte hier sehr gut gerechnet. Denn jetzt seid immer wieder dran. Was passiert nach Läufer G4 mit Angriff auf die Dame? Was hatte Carlsen hier in petto? Aber er hat das natürlich sehr gut berechnet. Ne? Natürlich, man kann mit der Dame weggehen und wahrscheinlich steht dann Weiß immer noch gut. Aber, und die Qualität opfern, aber Springer F schlägt D5 ist noch viel stärker. Attackiert die Dame, attackiert den Läufer, der mit Schach hängt. Springer schlägt D5, Springer schlägt D5. Man kann natürlich hier noch mit der Dame wegziehen, das können wir uns noch kurz anschauen. Dame D6, Springer E7, Dame E7, Dame schlägt G4, Springer schlägt G4, Läufer E7 und Weiß hat einfach zwei Bauern mehr, attackiert den Turm, attackiert den Bauern hier, hat einen großen Vorteil. Stattdessen Springer schlägt D5, Springer schlägt D5. Läufer schlägt F3, Springer schlägt B6, Schach, Springer schlägt B6, Läufer schlägt E7, Läufer schlägt D1 und hier spielt der Weltmeister super präzise, anstatt jetzt hier den Turm zu nehmen oder den Läufer, spielt er Läufer F5 Schach, das ist am genauesten und jetzt war es mal wieder Mamedjarov, der mit dem Kopf schüttelte, denn hier gab er auf, er sah, dass er Material verliert letztendlich, ja was soll er machen, wenn der König wegzieht, kommt Läufer schlägt D8, Turm schlägt D8, Turm schlägt D1 und Weiß hat einfach zwei Bauern mehr. Ne? Plus die bessere Leichtfigur. Das traut man dem Weltmeister dann auch zu, das zu gewinnen. Springer D7, gut, das ist ähnlich. Läufer D8 einfach. Ne? Und dann schlagen wir hier oder wir ziehen den Läufer weg, wenn Schwarz den Läufer nicht schlägt. Letztendlich läuft es immer darauf hinaus, dass Weiß zwei Bauern mehr hat. Ja, das war dann das Ende dieses unglaublich spannenden Matches. Zwischen Magnus Carlsen und Shakhriyar Mamedjarov. Super kreatives Spiel auch von Mamedjarov, der da richtig gut mitgehalten hat. Magnus Carlsen führt jetzt im Finale der Meltwater Chess Tour sehr, sehr deutlich mit 6 Punkten Vorsprung. Ich gucke nochmal auf die Tabelle. 21,5 Punkte. Im Prinzip der Einzige, der ihn noch einholen kann, ist Wesley So, hat 15,5 Punkte, 6 Punkte Rückstand. Dazu muss man sagen, dass im
dass der Gewinn eines Matches beim Finale der Meltwater Chess Tour 3 Punkte bringt. Das heißt, So spielt ja noch gegen Magnus Carlsen und könnte dann 3 Punkte auf ihn aufholen, aber Carlsen müsste auf jeden Fall noch irgendein Match verlieren. Das Turnier geht aber noch recht lange, bis zum 4. Oktober. Ja, bis zum 4. Oktober kann also noch einiges passieren. Ich werde natürlich darüber berichten, logischerweise. Und ich hoffe, das findet auch euer Zutun, euer Gefallen. Wie auch immer, checkt auch meine anderen Kanäle aus, The Big Greek Highlights, The Big Greek Shorts. Macht's gut, bis bald.